Hallo und herzlich willkommen hier bei mir bei der RC Bruder Baustelle im schönen Allgäu. Und ich habe euch heute etwas mitgebracht. Einige von euch haben schon ein paar Fotos gesehen und auch das Testvideo. Und nachdem so viele Rückfragen kamen, habe ich mir gedacht, komm, mache ich euch noch mal ein kurzes Video auf euren Wunsch hin über das Stromaggregat und über das Förderband. Fangen wir an. Habe ich euch mitgebracht, momentan in zweifacher Ausfertigung. So schaut das Ganze gutes Stück aus. Ich halte es gerade mal ein bisschen näher. Habe ich im Endeffekt so ein bisschen mich orientiert an der Google-Suche für Stromaggregate und Lichtmastaggregate. Ihr seht, es ist ein Lichtmast oben drauf. Und mal von den Abmessungen her ist es so gehalten, dass es auf diesen kleinen roten Anhänger drauf passt. Kennen ja einige, ist von Bruder. Das ganze Ding sitzt auf einer Palette und hier oben sind Clipser dran, das heißt, man kann diesen Lichtmast ausstecken bzw. abstecken und hier drauf klipsen. Der hier hat jetzt noch so Haken dran. Ich zeige euch den auch nochmal aus der Nähe. Der hier hat so Haken dran, dass man ihn im Endeffekt auch mit einer Kette bewegen kann. Ansonsten ist eben die Palette unten drin. Und passt, wie gesagt, wunderbar hier auf den kleinen Anhänger drauf. Wir nehmen wieder dieses hier. Mal von den Maßen her. Wir haben hier eine Breite, damit es drauf passt, von knappen 13. Hier haben wir 7. Und wir haben eine Höhe vom Gehäuse von 11. Und mit Lichtmast sind wir irgendwo bei 26,5. Das Ganze ist im Endeffekt relativ einfach gehalten. Das heißt, wir haben hier einmal ein gedrucktes Gehäuse. Das habe ich dementsprechend gezeichnet. Das sind lauter Einzelwände, die gedruckt werden. Das ist im Endeffekt eine hohle Plastikkiste. Und hier vorne sind zwei Scharniere drin, dass man eben das Ganze aufklappen kann. Dann sind Buchsen drin. Das sind jetzt lauter dreipolige Anschlüsse. Wir brauchen keine drei Pole. Ich brauche nur zwei. Aber wir können natürlich auch drei anstecken. Aber wir brauchen nur zwei, aber es sah einfach besser aus. Hat so ein bisschen was von so einem Starkstromanschluss. Deswegen habe ich die hier genommen. Hier oben haben wir die Lichtgiraffe. Unten ist eine Holzpalette, die habe ich ganz primitiv mit diesem Bauhaus-Bastelholz zusammengeklebt, zugeschnitten. Bisschen Leim drauf, fertig. Nichts Spektakuläres und das Ganze dann lackiert. Von den Maßen her, wie gesagt, ich wollte, dass es auf jeden Fall da auf diese, auf den Anhänger passt und die Palette. Und das Ganze ist so ausgeführt, dass unten im Endeffekt einer meiner Akkus reinpasst. Es passt ein bisschen mehr rein. Ich mache gerade mal auf, es sitzt ja auch noch ein bisschen Elektrik drin. Das heißt, ich habe zu den Anschlüssen hier, habe ich hier einen Spannungswandler und hier unten passt dann der Akku rein. Ja, wir haben hier innen drin, allerdings Außenmaß waren ja 13. Und hier innen drin kriegen wir ungefähr 12 rein. Wir haben aber hinten noch so einen Block, wo die Lichtgiraffe befestigt ist. Weil die muss ja auch drehbar sein. Das heißt, die ist unten im Endeffekt auf so einem Lagerblock. So, genau. Ihr seht hier, so schaut das ganze Ding innen drin aus. Ich zeige es nochmal aus der Nähe. Also, wie gesagt, Plastikkiste. Stecken wir mal den Akku unten an. Und der Spannungswandler, ich werde ihn unten mal verlinken, der hier eingebaut ist, hat im Endeffekt eine Nullposition, also ganz aus. Man hört es auch, es klickt. Und jetzt kann ich dann im Endeffekt meine Spannung variieren. Das heißt, ich drehe es jetzt mal ganz auf. Und ihr seht schon, das Licht geht an. Hier oben, das Licht hat einen eigenen An- und Ausschalter noch zusätzlich hier an der Seite. Das war im Endeffekt schon der ganze Zauber für das Stromaggregat. Oh, da ist eine Birne ausgefallen. Okay. So, den können wir dabei nochmal ausmachen. Und kommen wir zum nächsten Teil. Das ist das Förderband. Original von Bruder und das habe ich auch relativ einfach umgebaut.
was erhalten geblieben ist, ist einmal dieser Kamerad hier zum Bewegen. Und komplett unverändert ist auch der Mechanismus für die Höhe zum Einstellen. Also, das heißt, ich kann hier ganz normal wie vorher auch drehen. Das rastet ein, kann ich die Höhe einstellen. Und das Einzige, was im Endeffekt passiert ist, ist, auf der Seite ist gelagert jetzt mit einem Kugellager und auf der anderen Seite ist der Motor eingebaut worden. Und ich zeige es gerade mal. Hier unten haben wir eine Buchse zum Anschließen für den Strom und wir haben einmal einen An-Aus-Schalter. Das Ganze hat jetzt folgenden Vorteil. Ich kann hier über diese Buchse natürlich einmal den Akku direkt anstecken. Das sind nämlich genau meine Akkuanschlüsse. Das heißt, ich kann direkt mit dem Akku drauf gehen. Ich kann aber auch nur ein Kabel hinmachen und mit den Klemmen anstecken oder mit dem Netzteil oder ähnlichem fahren. Und natürlich kann ich es am Stromaggregat anstecken. Ja, wie gesagt, hier haben wir dann an und aus. Die Geschwindigkeit kann ich ja über das Stromaggregat noch nachregeln. Und ich habe da irgendwo ein Kabel. So, ist ganz normales, zweiadriges Kabel. Das kann ich dann hier anstecken. So rum. Und drehen wir mal hier den Strom auf. Echt eine Birne ausgefallen. Irgendwo ein Wackelkontakt. So, wie es ausschaut. Gut. Stromhammer. Und jetzt kann ich im Endeffekt hier das Ganze anstecken. So, hier an aus. So. So. Hier ist der An-Ausschalter und dann läuft's. Was will man mehr? Ich kann am Stromaggregat bis zu 8 Förderbänder anstecken, aber man sollte natürlich auch aufpassen, je nachdem was man für einen Akku und eine Akkuleistung drin hat, dass das jetzt von den Ampere her auch nicht zu viel wird. Deswegen, ich hatte das letzte Mal 4, 5 hatte ich schon mal dran. War jetzt für den kleinen Akku kein Problem, auch mit Last. Deswegen klein, praktisch und alles relativ simpel gemacht. Ich werde die Teile mal unten verlinken. Aktuell ist es nicht in meinem Shop enthalten, habe ich auch eigentlich nicht vor. Es gibt schon einige, die Bausätze für diese Förderbänder anbieten. Ansonsten, wie gesagt, auf meiner Seite findet ihr mal ein paar Bilder, ein bisschen noch geschriebenen Text dazu und auch dieses Video natürlich. Und von den Teilen her werde ich alles irgendwo versuchen, soweit es geht, als Link bereitzustellen. Dann habt ihr eigentlich alles, was ihr braucht. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wenn Fragen sind, einfach eine E-Mail schreiben. Freut mich, wenn ihr dabei seid, wenn ihr unten einen Kommentar hinterlasst und meinen Kanal abonniert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und bis dahin.